Der schwarze Rauch war schon aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. Die Flammen schlugen Meter hoch. Am Montagabend kam es zu einem Brand auf dem Gelände einer Erdölförderanlage der Firma ExxonMobil in Barenburg. Aus noch ungeklärter Ursache war das Feuer in einem großen Becken ausgebrochen, in dem das Öl nach der Förderung zur weiteren Verarbeitung gelagert wird. Doch die Feuerwehr bekam die so dramatisch aussehende Lage schnell in den Griff und konnte das Feuer ablöschen und den Rest der Anlage vor den Flammen schützen. ExxonMobil betreibt laut eigenen Angaben in der Region 7 Erdölförderungsanlagen. Hier im Norden liegen auch die größten Erdölvorkommen in ganz Deutschland.